So, meine Lieben, ich versuche das jetzt noch ein einziges Mal. Und wenn ich wieder unterbrochen werde, dann gibt es hier, glaube ich, gleich Tote. So, es geht um den Song Hollywood Died von Yellow Card. Hollywood, zwei Worte, hätte ich mal vorher wissen sollen. Ich habe mich totgesucht nach Griffen. Gut, ich habe es dann doch noch gefunden. Capo auf dem vierten Bund, weil ich die Griffe wieder abgewandelt habe, damit sie ein bisschen leichter sind. Sind für die erste Strophe die Griffe A-Moll, F, D-Moll, E-Moll und nochmal F. Quietsch. Diese fünf Griffe werden viermal wiederholt. Und danach kommt dann noch D-Moll, E-Moll und F. Und so wie es im Song gemacht wird, meine ich ganz viele Downstrums. Wenn ihr euch zu Tode strummen wollt, also A-Moll 16, F 16, D-Moll 8, E-Moll 8 und F dann nochmal 16. Das Ganze viermal wiederholen und zum Schluss dann nochmal D-Moll 8, E-Moll 8 und F 16, wenn ihr das so machen wollt. Wenn ihr das anders machen wollt, könnten wir auch machen Down, Down, Up, Up, Down, Up, Down, Down, Up, Up, Down, Up, beim A-Moll, beim F doppelt, beim D-Moll einmal, Down, Down, Up, Up, Down, Up, beim E-Moll auch wieder nur einmal und beim F wieder doppelt. Also überall, wo wir gerade 16 Downstrums hatten, da machen wir das natürlich dann zweimal, logischerweise. So, ich mache das jetzt mal eben mit Downstrums und versuche das so ein bisschen mitzusingen. Ich hoffe, ich habe die Melodie nicht schon wieder vergessen. Ihr kennt das ja bei mir. Also. Exe dance out on the highway to somewhere they tell us about when we were young. Rescuers working to clean up the crashes before she can see what they've done. Ich bin völlig aus der Puste, weil ich bin, glaube ich, gerade 10-mal die Treppen hoch und runter gelaufen. Nobody told her she'd lose in the first round. The last fight was streaks from the start. Names on her sidewalks, they move through her body like razors that cut through her heart. Like razors that cut through her heart. Oh Gott, zu Tode gestrummt. So könnte man es machen. Oder halt, klingt dann natürlich dann anders. Meine Kette haut hier immer gegen. Accidents out on the highway to somewhere they tell us about when we were young. Klingt natürlich anders, habe ich gerade schon gesagt, oder? So können wir das machen. Dann kommt der Chorus. Hey, let go of all you know, I'm flying away now. Ich hoffe, ich habe die Melodie noch irgendwie drauf. Es wird so ein bisschen gescreamt, glaube ich. Also A-Moll ist das jetzt, doppelt. Wenn ihr das hier macht, down, down, up, up, down, up, dann halt zweimal. A-Moll, F, G, alles zweimal, jetzt E-Moll, einmal und F wieder doppelt. Und diese fünf Griffe werden zweimal nacheinander gespielt. Und dann ungefähr so. Die Melodie vergessen. Genau, hier fliegt eine Fliege rum. Ja, ich hoffe, das passt so. Wenn das nicht ganz passt vom Strum her, dann müsst ihr eben einen Griff ändern. Also beim einen doppelt und beim anderen einmal. Ich bin mir nicht... Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ich glaube aber, das passt. Das ist gerade nicht mehr im Ohr. Das halt für den Chorus zweimal. Dann kommt die nächste Strophe. Da wiederholen wir A-Moll, F, D-Moll, E-Moll und F nicht viermal, so wie in der ersten Strophe, sondern nur zweimal. Und da hinten dann wieder dieses D-Moll, E-Moll und F hinten dran, so wie wir das auch in der ersten Strophe hatten.
Dann kommt im Interlude, steht hier, aber da steht jetzt nichts an Griffen. Also, keine Ahnung. Und dann kommt zweimal der Chorus. Ja. Ich habe jetzt ein Problem mit der Melodie. Ich hol mal mein Headset. Wir wollen hier kein Copyright verletzen, gell? It's very dangerous because there is a cup of cappuccino on my desk. Jetzt habe ich das auch noch hier vernichtet. Oh, Steffi, was machst du hier eigentlich? Warte mal. Ihr könnt schon mal abschalten, ne? Ich will jetzt noch mal eben hören, wie das im Chorus war. Sexy Hexy. Passt nicht so ganz mit meinem Kabel hier. Gut. Macht das ja immer so laut, ne? Ich habe mein Mikrofon hier total vernügelt. Ich hoffe, ihr konntet überhaupt was hören. Oh, macht ja nichts, machen wir normal. Nee, machen wir nicht normal. Weh, wenn man so schnell strummen muss. Könnte man das denn sonst machen? Some place to go.
Ich glaube, ich höre jetzt auf. Ich glaube, ich werde gleich wieder unterbrochen und dann ist es immer so doof. Viel Spaß damit. Macht das besser. Adios.